Servus, willkommen auf meinem Kanal Secrets on Vinyl zum neuen Unboxing-Video und zwar von Sinner Brotherhood Limited Edition. Ja, schauen wir mal rein. Haben wir bestellt bei Atomic Fire Records. War im Angebot vor 49,99 meine ich glaube, hat die kostet die Box. Und jetzt gucken wir mal rein, was hier drin ist, was uns hier erwartet. Ich habe gedacht, oh, für den Preis, da können wir mal zuschlagen, was da alles da drin ist. Ja, gucken wir mal, ob wir das hier aufkriegen. Ah, okay, hier. Hier, ich hoffe, Vorsicht, Aufkleber. Wenn Aufkleber brauche ich noch. Der kommt bei mir auch auf die Box drauf, innen rein praktisch, dass der nicht kaputt geht. Ja. So, Aufkleber legen wir mal dann unter. Geh weg, Folie du. So, also, das ist die Cinebox Brotherhood. Gucken wir mal hier rein, was hier so alles drin ist. Hinten steht drauf Color 2LP Gatefold, Digipack, Cine Pendant, Patch, Slipmat, Poster Flag. Ja, hört sich viel an. Und ich sag, für den Preis hier, glaube ich, eine super Sache. Hier auch an der Seite, hier sind noch die Sinner Schriftzüge an der Seite auch drauf. Hier auch Sinner Brotherhood. Ja, also, machen wir auf das gute Stück. Oh, cool. Das wird nicht stehen bleiben, bleibt leider nicht stehen. Muss ich halt so hinlegen. So. Gucken wir mal rein, was kommt uns gleich als erstes entgegen? Oh, sieht aus wie eine Flagge. Machen wir auf die Flagge hier. Wie das Ding aussieht. Oh, cool. Cool, cool. Mal gucken, wie groß das Ding ist. Das sehen wir. Ui, ui. Groß. Also ich fahre mal so ein bisschen hoch, dass ihr seht. Weil die Flagge ist wirklich groß. Also, die ist wirklich groß, das Ding. Super, mit dem Artwork drauf. Klasse. Ja, spitzenmäßig. Cool. Aber leider, was ich wissen, nicht so gut ist, keine Öse drin. Also bei einer anderen Flagge, wo ich da gezeigt habe, weiß gerade nicht mehr, was das war, da waren Öse drin. Und das ist halt fürs Aufhänger besser, weil hier immer irgendwelche Reißnägel durchdrucken. Ich denke, das will auch niemand. Also, legen wir mal auf Seite, dann habt ihr mal die Flagge gesehen. Was ist hier noch drin? Slipmat, Sinner. Super. Auch dabei, auch in der Box alles drin. Also wie gesagt, für den Preis hey, wirklich eine Schallplatte. Hier kommt dann wahrscheinlich gleich die CD, legt mal hier drauf, dann seht ihr das ein bisschen. Aufnäher, auch noch dabei, Patch, Sinner. Ein kleinerer, aber cool gemacht, sauber, super. Echt gut gemacht. Oh, was ist hier? Oh, machen wir mal auf hier, was hier rauskommt. Oh, 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 oh. Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Hey, eine Kette. Wow, wow, sag ich da. Seht ihr das? Ja, wackelt ein bisschen. Dreht sich ein bisschen. Nimm auch mit dem Sinner-Logo. Echt klasse, super. Top. Echt top. Also, hey, hallo, was in der Box noch alles drin ist. Echt klasse, den machen wir gleich wieder hier rein, dann, dass das wieder sauber aufgeräumt ist. Cool. Also, dann kommen wir hier zur CD. Machen wir halt immer auf der Hanne. Oh, ganz kurze Fingernägel habe ich. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf. Das Ding da. Auch hier Aufkleber drauf. Heben wir natürlich auch auf. Der kommt auch da rein. In die CD. So. Hier ist das gute Stück. Die Sinner Brotherhood. Vorderseite. Rückseite.
Dann machen wir auf. So sieht's. Erstes Aufklappe. Und dann geht's hier nochmal. So, CD, seht ihr mal die Rückseite. Auch super gemacht, kann man schön aufklappen und ja, zeige euch mal die CD. Sieht auch klasse aus mit dem Sinnerschriftzug und dem Brotherhood und den Blitze alles und echt cool, schön, super gemacht. Also hinter der CD ist kein Bild drauf da drin. Gucken wir mal da rein, was da drin ist. Komm mal raus. Geht wieder rein. Komm mal raus. Raus her. Raus her. Merchandise, Werbung. Hier, Werbung drauf. Super. Und ja, kleines Äffle, kleines Inlay. Ja, mit den Texten. Texte sind da alles drin hier. Ja, eigentlich nur Texte. Zeige mal zu 2-3 Seiten wieder. Sonst dauert das alles zu lang. Dann wird es euch langweilig. Und ihr schaltet aus. Hier hinten noch Bandfoto. Ja. Und dann hier noch die Rückseite mit dem Vollmond und so. Sieht auch super aus. Echt klasse. Klasse gemacht. Spitzenmäßig. Also ich denke, für den Preis ist diese Box absolut wirklich nur fair, hier, was da alles dabei ist. Echt. So, ich zeige euch schon nochmal das Innere. Auch hier der Vollmond mit einem Schriftzug, wo so, ja, ganz hell drauf ist und neben dran die Band und Sinner. Echt. Echt klasse. Sieht super aus, das Ding. Echt cool. Gefällt mir. Richtig gut. Okay, dann gucken wir mal natürlich ins Highlight. Oh, die sind innen drin. Oh, das ist wirklich super, aber manchmal denke ich nicht dran. Wenn einer das mal hat, wo die Vinyls hier innen drinnen einlegt, das ist wirklich super, dass hier keine Einrisse und so überall gibt, das ist top, aber manchmal, ja, denkt man nicht dran oder so. Hier ist noch ein, ja, wieder ein Flyer. Also, dann tun wir mal schön die Vinyls raus, dann zeige ich euch mal schön das Cover. Tun wir nicht mal schön raus. Die Vorderseite. Und da sieht man, warum Vinyl so geil ist, weil das Cover einfach schon viel größer ist, im Gegensatz zur CD. Ist doch gleich viel cooler, oder? Die Rückseite. So könnt ihr auch mal mit der CD euch vergleichen hier. Hier CD, hier die Vinyl. Das ist doch gleich ganz anders, oder? Wenn man das so groß sieht. Einwandfrei. Wow, und hier innen drin auch die Band, der Vollmond, der Sinnerschriftzug. Echt super gemacht. Genial, absolut. Richtig gut. Gefällt mir richtig. Also, dann gucken wir mal rein, was das für Vinyl sind. Sollen ja farbige sein. Oh. Cool. Echt so grünlich mit hier schwarz drin. Ja, splattert, marbelt ein bisschen und ja, super, oder? Nochmal die andere Seite. Bloß, dass der Sinnerschriftzug richtig rum ist. Oh, cool. Geil. Echt super, das sieht echt klasse aus, wirklich. Die gefällt mir richtig gut. Und natürlich auch hier, Pluspunkt, absolut, geht wieder die Innenhülle. Absoluter Pluspunkt, den wir mal gleich aufräumen. Tun wir mal schön hier rein. Dass das gleich verstaut ist. Gummikugel auch die zweite an natürlich. Klar. Au, oh, da ist noch ein. Wow. Das sind glaube ich 3 Seiten bespielt. Weil hier ist. Oh, das eine ist ja cool. Ich hoffe. Ja, ich muss da, ich leg dahinter mal eine die schwarze Hülle. Und ich hoffe, ihr seht es gut hier mit dem Sinnerschriftzug drauf, was hier hinter drauf ist. Ja, ich hoffe, ihr seht es. Das sieht geil aus. Absolut, das gefällt mir. Oh, super. Wow. Ja, dann sind da bloß 3 Seiten bespielt und hinten ist der
viermal der Zehner-Schriftzug drauf und in der Mitte halt mal gucken. Aber so war das, denke ich, nicht gescheit Zehner, oder? Ich weiß es nicht. Ich drehe es mal ein bisschen leicht immer, ich hoffe, das spiegelt nicht. Ja, und hier ist die andere Seite. Also da ist noch Musik drauf. Auch grün, schwarz. Ein bisschen hier gehen so das Blätter weg und... Aber das sieht ja geil aus mit dem Ei. Das ist geil, das gefällt mir echt richtig geil. Super, ey. Jetzt sollte man auch die mal weg. So, jetzt werden wir gleich aufbäumen. Und das finde ich klasse, dass die Menüs auch innen in der, in dem Gatefold drinnen gelegen sind. Und nicht hier. Einfach innen drin, dass es keine Einrisse gibt im Cover. Ich zeige es einmal nochmal innen. Und nochmal außen auch, dass es nochmal seht. Echt klasse gemacht. So, und was ist hier drin in der Box? Diese Vinyl. Immer gesagt, vorher habe ich mir bestellt bei Atomic Fire vor 49,99, was hier alles drin ist. 49,99. Die Vinyl Double RP Gatefold. Slipmat ist hier drin. Das tun wir rein. Die CD ist hier drin. Eine große Flagge ist hier drin. Und jetzt muss ich schon den Patch aufholen. Und natürlich ist die Kette auch runtergefallen. Das holen wir schon auf. Sorry, das ist runtergefallen. Der Patch ist hier drin. Und noch die geile Kette. Also, hier ist wirklich was drin für das Geld. Also, ich weiß nicht, die ist auf jeden Fall limitiert, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, auf wie viel Stück. Weil ja, das ist schade, da ist keine Limitierungsnummer drauf. Also kann man auch so viel nachpressen, wie man will. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal, für das Geld ist das absolut super Sache. So, das war die kleine Vorstellung von Unboxing von der Cinebox Brotherhood. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst mir einen Kommentar da. Und ihr wisst ja, in diesem Sinne, volle Kanne, Hoshis.